Die Arbeitslosenzahl in Hamburg ist auch im August gestiegen. Die Agentur für Arbeit meldet 84.434 Arbeitslose in Hamburg. Insgesamt erhöht sich die Arbeitslosenquote auf 7,7%. Im Vormonat lag sie bei 7,5% und vor einem Jahr bei 7,2%. Die Arbeitslosenstatistik bezieht sich auf Daten, die bis zum 14. August erhoben wurden. Viele Jobsuchende kommen derzeit aus dem Einzelhandel.